Und zwar habe ich uns einen leckeren Aufstrich gemacht mit Räucherlachs, Forelle und Limette. Der ist wirklich total einfach, in 2 Minuten gemacht. Kuckuck, happy Sonntag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem neuen Food Diary. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, und als allererstes möchte ich euch mal ganz, ganz herzlich Danke sagen für die ja so unfassbar lieben und mitfühlenden Kommentare unter meinem letzten Food Diary wegen Pipilottchen. Ich fand das wirklich unglaublich lieb von euch, ja, wie ihr da reagiert habt und was ihr so geschrieben habt. Das hat mich einfach sehr berührt. Von daher war mir das nochmal ein Anliegen, euch nochmal ganz, ganz liebes Dankeschön zu sagen am Anfang. Genau. Ja, wie gesagt, heute bin ich wieder mit einem neuen Food Diary für euch am Start. Und ich habe euch auch diesmal wieder, das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht, bei der Zubereitung von einem Rezept mitgenommen. Das kommt gleich ganz am Anfang. Und zwar machen wir diese, ich versuche es mal hier einzublenden oder da, keine Ahnung, mega leckeren, low-carb-tauglichen No-Bake-Himbeer-Kokostörtchen. Da habe ich euch die einzelnen Schritte mitgefilmt. Kommt, wie gesagt, direkt am Anfang vom Video. Und ansonsten seht ihr natürlich, was ich die Woche gegessen habe. Es sind auch nochmal 2 leckere neue Dip-Rezepte dabei. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Food Diary. Ich hoffe, ihr habt Freude damit und wir sehen uns dann am Ende nochmal. Tschüss! Hallöchen, ihr Lieben! Bevor das gleich mit dem Food Diary losgeht, zeige ich euch noch mal ganz kurz, wie ich diese kleinen leckeren Low-Carb-Himbeertörtchen gemacht habe. Die habt ihr im letzten Food Diary schon mal ganz kurz gesehen. Ich habe euch die Zubereitungsschritte mitgefilmt, geht super schnell und die kommen jetzt. Für unsere kleinen süßen Törtchen brauchen wir folgende Zutaten. Ich zeige euch jetzt erstmal für den No-Bake-Boden bzw. die No-Bake-Böden die trockenen Zutaten. Wir haben hier einmal eine Mischung aus Kokosmehl, gemahlenen Mandeln, gehackte Mandeln für den nötigen Crunch. Zum Süßen habe ich hier Xucker Premium verwendet. Das ist Xylit, hat hervorragende Backeigenschaften und von der Süßkraft her ist er 1 zu 1 wie normaler Haushaltszucker, aber stark kalorienreduziert, also hat ungefähr 40% weniger Kalorien als normaler Zucker. Und das ist zwar jetzt ein No-Bake-Rezept, aber wenn ich backe, verwende ich den auch noch lieber als Erythrit. Der hat einfach auf jeden Fall bessere Backeigenschaften, löst sich besser auf und so weiter. Und ja, das Ganze wird dann gleich vermengt mit geschmolzener Butter. Und für die leckere Creme, das wird ja eine Kokoscreme auch, habe ich hier Kokos-Soja-Joghurt. Ihr könnt natürlich auch Joghurt eurer Wahl nehmen oder auch zum Beispiel Quark, das funktioniert auch gut. Und dann haben wir hier einmal Götterspeisenpulver in der Geschmacksrichtung Himbeere. Ganz wichtig, das ist ein zuckerfreies, wo man erst bei der Zubereitung theoretisch Zucker zusetzen würde. Mache ich aber nicht, sondern ich verwende auch hier ebenfalls Zucker Premium. Und dann geht's jetzt mal los. Für die Törtchen habe ich mir jetzt hier so ein paar Dessertringe zurechtgestellt. Die habe ich mir irgendwann mal angeschafft. Ich finde die super praktisch, auch um zum Beispiel Gemüse oder Reis hübsch anzurichten, kann man immer gebrauchen und eignet sich für sowas auch perfekt. Und ich werde jetzt erstmal die trockenen Zutaten mit der flüssigen Butter richtig schön vermengen. So sieht unser Bröselboden jetzt aus. Also schaut, dass er das wirklich richtig gut durchmengt, dass sich alles gut verbindet. Und das wird jetzt hier als Boden in unsere Förmchen gefüllt. So, die eckigen habe ich gar nicht mehr gebraucht. Also diese 4 Runden. Ihr seht, ich habe das reingefüllt. Das waren ungefähr dann 2 Esslöffel in jedes Förmchen. Habe das schön, richtig schön platt gedrückt mit so einem Teil, das war dabei. Das würde aber auch einfach mit dem Boden vom Glas funktionieren. Das kommt jetzt in den Kühlschrank, dann zieht die Butter wieder an und wird fest. Die hält das Ganze nämlich zusammen und wir kümmern uns schon mal um die Creme. So, ganz einfache Steps. Ich habe zunächst mal Wasser im Wasserkocher aufgekocht, habe das mit dem Schneebesen vermengt mit dem Götterspeisenpulver und dem Zucker Premium. Und so lange, bis sich das alles gut aufgelöst hat, beides. Und das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen. So eine halbe Stunde ist eigentlich ganz praktisch, weil ja auch der Knusperboden im Kühlschrank noch ein bisschen aushärten muss. Und danach wird das dann mit dem Kokosjoghurt vermengt und kommt dann als Creme obendrauf. So, der nächste Step ist vollbracht. Ihr seht, die Geschichte wird immer rosa, ne? Das gefällt mir doch. Hat übrigens doch nicht so lange gebraucht. Da ich recht wenig Flüssigkeit hatte, hat das so nach 10 Minuten schon angezogen. Deswegen habe ich dann direkt den Kokosjoghurt untergerührt, ebenfalls mit dem Schneebesen. Und lasse das jetzt auch noch gerade einen Moment unterkühlen. Ich sage euch jetzt noch nicht, wie lange. Das erfahrt ihr dann im nächsten Step, bevor ich euch wieder irgendwas Falsches erzähle. So, ihr Lieben, das ist immer noch flüssig. Soll es auch. Es soll ja nicht anfangen zu gelieren, bevor es hier jetzt auf den Boden kommt.
Und ich gebe das jetzt, ihr seht, ich habe schon angefangen, vorsichtig löffelweise rein, dann zieht das auch direkt an und dann geht auch nichts daneben. Übrigens wollte ich euch noch sagen, wenn ihr solche Förmchen nicht habt, ne, könnt ihr das logischerweise auch einfach als Dessert machen. Macht ihr einfach den Boden in so ein Glas rein und befüllt das eben dann mit der Creme. Das ist ja auch kein Problem. So, schade, Schokolade ist alles aufgebraucht. Ich dachte, ich hätte noch so eine kleine Menge, naja, zum Wegschnabbeln. War wohl nichts. Ich würde mal sagen, perfekt abgestimmt, so vom Verhältnis Boden zu Füllung. Ja, und die Schätzchen, die gehen jetzt erstmal in den Kühlschrank. Ich würde mal sagen, lasst sie sicherheitshalber 4 bis 5 Stunden drin. Wir sehen uns dann später wieder, also quasi für euch jetzt gleich. So, wir können ja mal die Zeit mit was Sinnvollem verbringen, während wir warten. Nein, keine Sorge, ich lasse euch jetzt keine 7 Stunden warten, aber ich nutze die Zeit gerade mal, ihr Lieben, um euch eine freudige Botschaft zu überbringen. Ich habe wieder einen Rabattcode von Xucker für euch bekommen, diesmal genau für den Xucker Premium. Und zwar könnt ihr damit 20% sparen. Das verlinke ich euch alles unterm Video, also der Link zum Shop plus der Rabattcode. Und der gilt heute und morgen, also Sonntag und Montag. So, good morning in the morning, the next day, beziehungsweise für euch ist es ja egal. Ihr seht die Szene ja direkt im Anschluss. Also, was soll ich sagen? Die sind fest, es wackelt nichts mehr. Ich werde die jetzt aus den Förmchen befreien. Dazu nehme ich mir ein scharfes Messer und gehe auf jeden Fall am Rand entlang, dass ich die nicht zerstöre und unten drunter auch. Und dann setze ich sie gleich in Szene und zeige sie euch nochmal. Ich überlege mir jetzt noch, ob ich ein Topping mache. Mal gucken. So, kurzer Zwischenbericht. Wie hat es geklappt? Hat super geklappt. Die haben sich fast von alleine gelöst. Sogar der Boden, da war ich fast ein bisschen skeptisch. Also das klebt überhaupt nicht auf dem Backpapier oder ähnliches. Man sollte nur relativ nah am Rand vorbeigehen und nicht so wie hier. Da habe ich gerade eine Ecke abgemacht, aber setzen wir mal die Hübschen davon in Szene. So, ich habe mich jetzt noch entschieden, hier habe ich einfach noch ein bisschen Himbeeren mit der Gabel zerdrückt und durch ein Sieb gegeben, dass die Kerne raus sind. Dann haben wir so einen Himbeerspiegel da drauf. Hier einfach frische Himbeeren drauf. Und noch ein bisschen Basilikum, könnt ihr auch Minze nehmen oder weglassen. Auf jeden Fall schmeckt das richtig gut dazu. Ja, und ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen, ihr Lieben. Wie gesagt, ihr findet alles nochmal unterm Video in der Beschreibung. Da ist auch dann der Rabattcode für Xucker Premium und der Link dazu. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr die mal ausprobiert. Ich kann sie euch wirklich sehr empfehlen. Hallihallo, guten Morgen und Happy Montag. Zum Frühstück gibt's griechischen Joghurt, Heidelbeeren und eine Kiwi. Mittags war ich im Mediapark in Köln und ich hatte vorweg eine Gazpacho, also eine kalte Tomatensuppe, war eigentlich ganz lecker, also so richtig geeist auch, also mit Eisstückchen drin. Und danach hatte ich Salat mit einem kleinen Steak und einem Stück Fisch. Hallo, so, heute Abend ist hier irgendwie so eine Mischmaschpfanne. Ich habe hier einfach im Hackfleisch eine Zwiebel, Blumenkohlreis und Erbsen, alles angebraten, ein bisschen Frischkäse untergemengt und das war dann unser Abendessen. Guten Morgen, mal wieder griechischer Joghurt und Kiwi. Ja, mittags war ich wieder in Köln und da hatte ich so ein paar verschiedene Sachen vom Buffet. Salat, Fisch, Gemüse, ein bisschen Carpaccio. Ungefähr diese Portion könnt ihr euch nochmal vorstellen, das habe ich dann gefuttert. Hallöchen, ihr Lieben, das gibt's heute zum Abendessen. Ja, steht jetzt hier so rum, ich habe Fotos gemacht, weil das Rezept zum Dip Donnerstag online geht, also diese Woche auf jeden Fall. Und zwar habe ich uns einen leckeren Aufstrich gemacht mit Räucherlachs, Forelle und Limette. Der ist wirklich total einfach, in 2 Minuten gemacht. Und ja, für den Hasen gibt es das mit normalem Brot und ich habe mir noch 2 Scheiben Low Carb Walnussbrot aufgetaut. Und das werden wir heute futtern. Rezept ist auf Instagram online. So sieht das Ganze jetzt bei mir aus. Das ist meine Portion, wie gesagt, mit dem leckeren Low Carb Walnussbrot. Ich habe heute völlig verpennt, beziehungsweise habe es gar nicht geschafft zu frühstücken. Ich hatte nur so einen kalten Kaffee für unterwegs, habe ich aber vergessen zu filmen. Und mittags hatte ich 2 Portionen vom Buffet, jeweils ja so ein paar gebratene Pilze, Brokkoli, Fisch, ungefähr ja 2-mal diese Portion und obendrauf Jalapenos, die liebe ich ja, die knall ich mir total gerne überall drauf, wenn ich die irgendwo ergattern kann.
Hallöchen, ihr Lieben. Heute Abend gibt es einfach einen kleinen Snackteller. Ich hatte ja heute Mittag eine recht große Portion. Also ich hatte das gleiche, was ihr da gesehen habt, so ungefähr nochmal. Und wir haben hier Low Carb Walnussbrot, ein bisschen Veggie Fleischsalat, ein paar Veggie Würstchen. Ich probiere mich da gerade so durch. Und ein paar Tomätchen. Guten Morgen, das gibt's zum Frühstück und zwar 250 Gramm Magerquark und eine Kiwi, genau. Heute Mittag gab es einfach einen großen Teller Salat und später, als ich zu Hause war, nochmal ein High-Protein-Schokoladenpudding zum Snacken. Heute Abend haben wir mal wieder nach langer Zeit was bestellt und zwar einen leckeren, dicken, fetten Gyros-Salat für mich mit Joghurt-Dressing und ich habe da noch oben drauf Sriracha-Soße gemacht. Guten Morgen um 10 Uhr. Zum Frühstück gibt es 250 Gramm griechischen Joghurt mit einem Äpfelchen. Das habe ich gerade noch im Kühlschrank entdeckt. Ich kann ja nicht schon wieder Kiwi essen. Hallöchen, ich snacke jetzt heute Mittag so ungefähr die halbe Dose hier von der vegetarischen Mühlensalami. Ich probiere mich ja gerade so ein bisschen durch. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Habe schon den vegetarischen Schinkenspickersalat und so ein paar Sachen. Ist eigentlich lecker, hätte ich nicht gedacht. Hallo ihr Lieben, ich habe heute Abend für zum Grillen Chimichurri gemacht. Wer kennt denn das von euch? Das ist so eine scharfe argentinische Steaksoße mit ganz viel Petersilie und Chili, Limette und Knoblauch. Mega lecker für auf Steak oder auch auf Hähnchen, total super. Rezept poste ich euch nächste Woche Donnerstag auf Instagram zum Dip Donnerstag und ja, probiert's gerne mal aus. Also vielleicht kennt ihr das aus Steakhäusern oder so, kann man echt easy peasy selber machen. So, wie gesagt, wir haben dann abends gegrillt. Portion 1 war für mich Salat mit einem Würstchen und obendrauf ist kein Ketchup, sondern scharfe Sriracha-Soße. Love it. Und danach hatte ich noch Hähnchenbrust mit Chimichurri und zu guter Letzt noch ein Stück Grillkäse habe ich verpennt zu filmen. Meine Güte, nochmal Leute, was ist da los? Ich war den ganzen Vormittag so busy mit Video drehen, schneiden und tralala, dass wir jetzt schon, ich glaube, 13 Uhr irgendwas haben und ich jetzt erst frühstücke griechischen Joghurt mit Kiwi. Boah, Leute, ich sag's euch, hungrig einkaufen. Ich hätte alles essen können. Wir haben auch mega viel eingekauft im Supermarkt. Ich habe mir noch so ein Eis mitgenommen. Kannte ich gar nicht, die Firma. Salted Caramel war das mega lecker. Und dann haben wir gegrillt und ja, es gab frisches Zwiebelbrot. Da habe ich auch schon im Auto was gefuttert mit Dips dabei. Und danach noch ein Würstchen. Und ja, die Person, genau. Die Portion hatte ich insgesamt nochmal. Also zwei Würstchen und auch mehr Brot und mehr Dips und so. Und zu guter Letzt habe ich mich dann noch ans Videoschneiden begeben und habe noch saure Stäbchen gefuttert. So, ihr Lieben, da ist die Food Diary Woche wieder rum. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und schreibt mir auch gerne nochmal, ob euch das nach wie vor gefällt, wenn ich euch mal das ein oder andere Rezept auch im Food Diary zeige. Die Rezepte aus der Food Diary Woche sind auf Instagram alle online, beziehungsweise kommen auch noch online. Und ja, die Törtchen, das komplette Rezept steht auch nochmal unterm Video, hatte ich euch ja gesagt. Und ja, dann war es das jetzt auch von mir. Ich wünsche euch noch einen tollen Sonntag oder einen schönen anderen Tag, wann auch immer ihr das Video schaut. Und freue mich auf euch hier nächste Woche Sonntag. Tschüss!